Das einzige Bordell, in dem ich mal war, ist das. Wir müssen jetzt raten, ist das eine Google-Bewertung von einem Bordell oder von einem Spielplatz? Stabile Kachbars, die stinken nach Fisch, aber Druck 100%. Oh Gott. Okay, also in diesem Game geht es jetzt darum, dass wir Google-Bewertungen bekommen von verschiedenen Sachen, zum Beispiel von einem Spielplatz oder einem Bordell. Und wir müssen dann raten, von was ist denn die Google-Bewertung? Von einem Spielplatz oder von einem Bordell? Ich glaube, das Spiel ist klar, ne? Ja, Spiel ist klar, ja. Die erste Bewertung sagt, gut gelungene Auswahl an Spiel- und Spaßgeräten. Oh, scheiße. Ist gar nicht so einfach. Ich muss dazu sagen, ich finde, erstens, wer bewertet den Spielplatz? Die Eltern, die mit den Kindern auf dem Spielplatz sind. Kinder selbst nicht. Das stimmt. Aber nennt man das dann auch Spiel- und Spaßgeräte? Nennt man das dann nicht eher... Doch, schon, ne? Schon, also könnte ich mir schon vorstellen. Also ich finde, es könnte absolut 50-50 beides sein. Ja, das ist sehr true. Ich glaube tatsächlich eher Spielplatz. Ich glaube, wenn es um ein Bordell geht, würde man da vielleicht noch irgendwas anderes dazu schreiben. Ja, so ein anderes Wording irgendwie, so geile Auswahl an Spiel- und Spaßgeräten oder so. Ich glaube Spielplatz. Es ist der Spielplatz Breite Straße mit Wasser. Mit Wasser. Sehr gut. Sehr ruhig, gut zum Entspannen in der Mittagspause. Ich hoffe so sehr, obwohl... Es ist ein Spielplatz. Ja, es muss ein Spielplatz sein. Das wäre zu weird. Sind Spielplätze sehr ruhig? Weiß ich nicht. Aber doch, es könnte schon sein, dass es Spielplätze gibt, die ruhig sind. Sagen wir Spielplatz? Ja. Ja, natürlich, weil man sitzt ja auch manchmal in einem Spielplatz. Wenn das eher so ein Parkspielplatz ist und da ist nicht viel los, dann ist es zum Entspannen in der Mittagspause ja voll das Richtige. Ja. Sehr geil, konnte mich austoben. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Spielplatz. Es wäre zu obvious, dass es wegen geil auf Bordellern spielt. Es ist ein Bait, ne? Es klingt fast wie ein Bait. Ja. Sehr geil, konnte mich austoben. Oh Scheiße. Nein! Es ist das Bordell Eros Center in Köln. Wir schreiben in einer Rezension, sehr geil, konnte mich austoben. Oh mein Gott. Ey, ist es okay, dass ich mir ganz kurz was zu trinken hole? Ja, klar. Das ist ein edler Mann, der trinkt aus einem Glas. Der holt sich jetzt in sein Glas neues Wasser. Und das ist wieder ein Grund, warum Rezo einfach erfolgreich ist. Schöne Anlage. Ein Klo wäre hilfreich. Also allein aufgrund von deutschen Auflagen muss das eigentlich ein Spielplatz sein. Ja. Ich finde auch, da fühle ich jetzt auch sehr Spielplatz. Es ist ein Spielplatz am Gemeindepark. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich finde es gute Beispiele. Also ich finde die Person, die das rausgesucht hat, sehr, sehr erhaben. Wirklich? Erlebnis war Durchschnitt. Man wünscht sich etwas mehr. Stell dir vor, du warst auf dem Spielplatz und schreibst danach eine Rezension. War Durchschnitt. Man wünscht sich etwas mehr. Ich fühle da auch mehr Bordell. Ja. Weil da ist diese Anspruchshaltung eher so da. So, ich kam nicht so auf meine Kosten. Das würde ich auch eher als Erlebnis sehen, als so ein Spielplatzbesuch, oder? Ja. Das würde man eher anders nennen. Aufenthalt. Das stimmt, das stimmt. Ja, der Haus 16 Privatclub. Zimmervermittlung. Zimmervermittlung. Ich war noch nie, also du sicherlich auch nicht, ich schätze dich nicht so ein. Ich war noch nie in einem Bordell. Also ich war schon mal vor Ort in einem, also ich war noch nie in, du weißt, wie ich es meine. Ich finde es so befremdlich. Ja. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, die regelmäßig auf so Swingerpartys geht. Mhm. Hab dann sie auch gefragt, wie läuft denn das ab? Schüttelt man erstmal jedem die Hand oder holt man sich einen Drink oder... Schüttelt man, ich glaube, wie auf der normalen Party, nur das... Ja. Jetzt ist die zweite Hälfte unserer Raterunde, denn jetzt geht es nicht mehr um Spielplatz oder Bordell, sondern es geht um Hotel oder Gefängnis. Okay. War noch nie drin, macht aber von außen einen super Eindruck. Ja, ich denke Hotel, oder? Also ein Gefängnis sieht von außen ja immer ganz grauenhaft aus. Ich denke auch. Waldhotel, ja. Super. Ja. Was muss man für ein Allmann sein, um eine Rezension von Hotel zu schreiben, wo man nicht mal drin war? Du bist außen vorbeigelaufen, Marsch, und sagst so, hey, ich war noch nie drin, aber sieht von außen echt gut aus. 5 von 5 Sterne. Also überhaupt bei Google-Rezensionen was zu schreiben, hat schon so 10% Allmann-Move. Einfach so, ich möchte anderen Leuten mitteilen, wie zufrieden ich da war. Dann noch über Sachen, die man nicht mal bewerten kann, ist schon geil. Sehr nette Angestellten. Einer hatte sogar eine... Schlägerei durchgehen lassen. Ich vermisse diese Zeiten. Uff, vermisse. Ja, da würde ich ganz klar das Gefängnis sagen. Also da vermisst jemand seine Gefängnis. Ja,
Ja, ja. Da wird es ja nie von Schlägerei. Wie belastend das Leben sein muss, dass er sagt, ich vermisse meine Zeit in der JVA Ossendorf. Da gab es wenigstens Schlägereien. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass die JVA Ossendorf 53 Google-Rezensionen hat. Also viele Restaurants haben nicht so viel. Fast 4 Sterne, ne? Mhm. Sehr, sehr gemütlich. Der Preis ist halt einfach der Hammer. Ist zwar ein Glücksspiel, mit wem man aufs Zimmer kommt, die waren aber alle korrekt bis jetzt. Jederzeit wieder. Der Preis ist halt einfach der Hammer. Klingt halt eindeutig nach einem Hotel, aber ist zwar ein Glücksspiel, mit wem er aufs Zimmer kommt. Klingt halt nach Gefängnis. Klingt nach Jugendherberge. Stimmt, so hostelmäßig. Das passt dann auch zu dem Bild, was da rechts ist. Okay, wir sagen, es ist ein Hostel. Ja. JVA Ossendorf. Wieso schreiben die alle immer jederzeit wieder? Die haben einfach Bock auf Knast. Ob das jetzt Bordell oder Gefängnis? Nicht genug flauschi flausch. Das wäre so eine Rezension von mir. Ja, ich glaube auch. 10 Leute liken das. Das heißt, viele Leute finden das völlig richtig, dass es nicht genug flauschi flausch gibt. Aber vielleicht ist auch im Gefängnis nicht flauschi flausch. Vielleicht nicht mal gute Kissen. Kein flauschi flausch. Meinst du? Gefängnis? Nee, ich habe auch eher... Es ist die Justizvollzugsanstalt München. Frauenanstalt. Oh Gott, Alter. Flauschi-Flausch. Könnt ihr nochmal in die Münchner Frauenjustizvollzugsanstalt ein bisschen mehr Flausch reinmachen? Mach doch mal ein bisschen Flauschi rein. Ein bisschen mehr Flauschi-Flausch. Das wäre schon angemessen. Flausch. Es war sehr schön, dort mit meiner Familie hinzugehen. Meine 7-jährige Tochter und 5-jähriger Sohn waren sehr fasziniert. Und die Spielecke für Kinder ausbaufähig. Aber ansonsten sehr empfehlenswert. Ich hoffe einfach nur Gefängnis, wenn er sagt, meine 7-jährige Tochter und 5-jähriger Sohn waren sehr fasziniert. Ja, aber ich hoffe das nicht, weil es okay ist, sondern weil es irgendwie das am least verstörendsten ist. Ja. Bitte nicht Bordell, bitte einfach Gefängnis. Es ist ein Bordell, ist nicht dein Ernst. Ist das ein Joke oder glaubst du, es gibt wirklich eine Spielecke für Kinder? Ich google. Du googelst jetzt Spielecke in Bordell? Was ist dein Google-Ausdruck, den du gerade eingibst? Eros Center Bonn Spielecke. Willst du noch ein paar weitere Rezensionen davon hören? Ja, bitte, vom Eros Center Bonn. Die Frauen dort sind billig und willig. Die Einrichtung chillig. Deutscher Goethe. Richtig gut, nur leider war die fett Tatjana ein bisschen klein und hat mir den Zehennagel ein bisschen eingequetscht. Alles stabile Kachbars, die stinken nach Fisch, aber Druck 100%, 5 Sterne. Alter, what the fuck? Papa, komm bitte endlich zurück. Oh Gott. Oh Gott. Das Traurige wäre jetzt, wenn es gar nicht ein Gefängnis wäre, sondern ein Bordell. Ich hoffe, es ist ein Gefängnis, weil Bordell wäre irgendwie noch trauriger. Immerhin. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von diesen Rezensionen, Bordell-Rezensionen. Ja. Könnte man sich, glaube ich, sehr lange durchlesen. Ich glaube auch. Ich finde, wir sind ja auf eine leichte Goldgrube gestoßen. Viel Unterhaltung dabei. Wirklich? Das einzige Bordell, in dem ich mal war, ist das... Scheiße, ich komme nicht mehr drauf. Also, es gibt so ein ganz, ganz bekanntes in Köln. Pascha. Genau, Pascha. Da war ich zu einem Junggesellenabschied und das war so weird, da durchzulaufen. Bist du mal durch ein Bordell gelaufen? Mhm. Du gehst da so durch, kommen so an, stellen sich dir in den Weg, fassen dir einen Schritt. Richtig, richtig offensiv. Krass. Wir sind durch. Ah, oh, ist ja lustig. Ja, ich fand es auch sehr, sehr funny. Wir haben uns ganz okay geschlagen, glaube ich. Ich finde auch. Das war's.